Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24, auch Ultimate Team. Ja, wobei ich mittlerweile sagen muss, NHL 23 trifft es auch ganz gut. Ja, schauen wir mal. So. Neuer Gegner, neues Glück. Schauen wir mal, was heute rausspringt. Und wieder. Spieler können die Scheibe nicht aufnehmen. Geht magically wieder zurück zum Gegner. Liebe es jetzt schon. Und jetzt kommt der Querpass. Sag ich doch. Was war denn das für ein Glitch, bitte? Was war denn das für ein Glitch, bitte? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Nicht schlecht. Okay. Dreinachtige Tarasenko. Respekt. Was macht meine KI denn da, Alter? Rennt einfach blind raus. Natürlich. Check kommt. Poke-Check kommt. Geht das die ganze Zeit so, das Spiel, oder was? Boah, da krieg ich die Krise. Also wenn das jetzt die ganze Zeit so geht, echt. Uff, Kotz. Das ist ja kein, das ist ja kein Eishockey dann. Also das ist ja Bullshit. Und komischerweise bei ihm. Check kommt und wir legen die Scheibe zurück. Also... Jetzt mal ernsthaft. Cool. Macht richtig Spaß. So tolles Eishockey. Keine 2-Minuten-Strafe. Deutlicher geht es nicht mehr. Es geht nicht mehr deutlicher. Ich sitze hier, schaue mir das an und ich denke immer so. Pff. Achtung, Turkoglu kommt nie an die Scheibe.
Fair game. Respekt. Ey, es tut mir leid. Es ist einfach. Ich schaue mir das an und denke mir so. Nö. Nö. Es ist wirklich zum Kopfschütteln. Es ist wirklich zum Kopfschütteln. Es ist, ich muss einfach sagen, es ist online echt. Boah, es ist schwer, schwer spielbar mit Spaß. Hier, Shiru. Will laufen, wird vom Gegner daran gehindert zu laufen. Nix. Das ist so ein Witz. Für was denn? Für das, dass der Schläger rechts am Spieler, links am Spieler vorbeigeht? Das kann's doch nicht sein, Alter. Das kann es doch nicht sein, ehrlich, das kann es doch nicht sein, Alter. Du siehst in der Wiederholung, wie der Schläger an ihm vorbeigeht. Problem ist, also das muss ich jetzt echt sagen, es hat nichts mehr mit Eishockey zu tun. Es hat nichts mehr mit Eishockey zu tun, einfach. Es ist Arcade-mäßig, ist Arcade schon sehr weit. Achtung, jetzt probiere ich es wieder aus dem Nullwinkel. Und wieder kommt der Schuss, das kann es doch nicht sein, Alter. Was ist denn das für ein Glitch, Mann? Die Strafe, die wir gerade schon gekriegt haben mit Heisi, sagt ja eigentlich schon alles aus. Das ist. Da brauchen wir schon gar nicht mehr drüber reden, oder da diskutieren wir dann über was, wo ich sage, hey, Alter. Mit David noch nicht, das ist eine Bude. 2-1. Aber man schaut sich die Spieler an und denkt sich so, okay. Was macht denn Heisi da jetzt als KI? Also das ist halt das, wo ich sage, es kann irgendwie nicht ganz sein, was unsere KI da ab und zu spielt, weil die spielt das so ein Müll zusammen. Jetzt zieht sie vier Leute auf einen Meter zusammen, wo ich einfach sage, Digga, verteilt euch doch ein bisschen. Dann schaut es halt wenigstens nach ein bisschen was aus. Spektakuläres Tor für eine Strafe, die keine war. Hammer. Für eine Strafe, die keine war. Da! Wo ist das Beinstellen? Sag mir bitte, wo das Beinstellen ist! Bitte! Bitte sag mir, wo das Beinstellen ist! Das bisschen! Bei einem Schuh, den er gerade... Ach Gott, ist doch lächerlich! Ja, wir treffen den Schuh, aber das ist doch kein Beinstellen. Der hat den Schuh doch sowieso in der Luft. Also,
Und wieder der Glitch-Versuch. Weil was anderes kann er, glaube ich, auch gar nicht so groß. So ist ein super Spieler, wirklich. Ich habe das Gefühl, dass er nicht viel... Heisi und Giroud laufen an der Scheibe vorbei. Ja. Sind an dem Punkt angekommen, wo ich einfach echt sage, es muss irgendwo ein Witz sein, weil das kannst du nicht mehr als ernst verkaufen. Das geht nicht, das kannst du nicht mehr als ernst verkaufen. Und wenn das andere ist, doch. Und wenn das andere, wenn wir Räder so dringend aktivieren müssen, dann frage ich mich halt, wo da der Sinn ist von den anderen X-Faktoren. Wenn man einfach sagt, okay, wieder Weltklasse gemacht von unserer Verteidigung. Sierkowski bleibt einfach da stehen, an Ort und Stelle, wo sie steht. Ja, warum auch? Warum auch klären? Tukulon. Turkoglu kriegt einen Check-up, ohne dass er an der Scheibe ist. Ja, und was soll er noch alles machen, dass er 2 Minuten kriegt? Hašek backt sich wieder fest. Letzte Spielminute, alles was er macht, ist Ecken laufen und sonst nichts. Die ganze Zeit versuchen, auf irgendwelche Trickshots zu gehen. Das ist einfach, Trickshots ist schon nett gemeint. Glitchshots, muss man ja eher sagen. Da, Chara rennt wieder doppelt so schnell wie jeder andere auf. Ach, keine Ahnung, das ist doch nicht anders. Es ist genau das, was sie gesagt haben, was nicht mehr vorkommt. Genau das ist wieder passiert. Und das innerhalb von nicht mal einem Monat. Es ist echt Wahnsinn. Ich muss echt sagen, es tut mir für euch richtig leid, weil ich würde euch so gerne schönes Eishockey zeigen, so wie am Sonntag. Ich würde es so gerne tun, aber ich kann nicht. Ich kann nicht und es tut mir im Herzen weh, weil das ist einfach das, was ich hier euch zeigen muss. Das ist billigstes, ätzendstes Drecks-Eishockey, was mit Eishockey schon... Nee, Eishockey ist ein zu netter Begriff, das hat mit Eishockey ja gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur wildes, bescheuertes Rumgeeier. Achtung, hier, Pass kommt nicht an. So, Turkoglu dreht sich um. Da, kriegt ein Check-up. Nix, er kriegt... Das verstehe ich nicht. Er dreht sich um, Achtung. Achtet auf Kuznetsov. Und da kommt der Check. Und nichts. Keine Reaktion, nichts. Und das kann ich nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wie das nicht sein kann. Das ist. Verstehe es einfach. Ich würde es so gern verstehen, aber ich kann nicht. Es ist einfach. Ich sitze hier, ich schaue mir das an. Das ist das dritte Spiel in Folge. Ist genauso wie letzte Woche. By the way, das ist auch eigentlich eine Frechheit, dass die immer noch nicht gehen, die Replays.
Ja, nee, ich sitze hier und es tut mir einfach in der Seele weh. Es tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich würde euch so gerne cooles Eishockey zeigen. Eishockey, das richtig Spaß macht. Und alles, was ich euch zeigen kann, ist einen verfickten Glitchschuss aus dem Nullwinkel, Alter. Das ist. Und mein Torhüter ist sich zu schön, dass er irgendwie sagt: Okay, pass auf, ich halte die Maske hin. Versuche irgendwie einen netten Thumbnail-Winkel zu bekommen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, ich würde euch so gern cooleres Eishockey zeigen auf diesem Kanal und alles, was ich euch zeigen darf, ist so ein Rotz. Das ist einfach. Ich schaue mir das nächste Spiel jetzt noch an. Und wenn das genauso ist, spielen wir am Freitag gegen die Stars of the Month, würde ich sagen. So schaut's aus. Bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Tom und Vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.